Keller J, Sergeant First Class, Seriennummer 7. Um ehrlich zu sein, Meister im Geschichtenerzählen sind die Leute von Criterion ja nicht gerade. In ihrem ersten Ego-Shooter Black beschränken sie sich auf ein paar Filmaufnahmen in einem Verhörzimmer als Rahmen für ihre schlichte Agentenstory. Doch dafür setzen sie in den spielbaren Flashbacks auf das, was schon ihre Burnout-Rennspiele so erfolgreich gemacht hat. Action, Action und nochmals Action. Während bei Burnout lediglich Fahrzeuge in Bällen aus Flammen, Blech und Glassplittern zerbarsten, fliegen ihnen bei Black auch noch ganze Gebäudeteile um die Ohren. Wie ein teurer Actionfilm, so lebt auch dieser Shooter in erster Linie von krachenden Explosionen und dem Getöse begleitender Soundeffekte. Zwar hat die Zerstörung wenig Einfluss auf das Leveldesign, dafür lassen sich oft mehrere Sprengkörper gekoppelt einsetzen. So können sie geworfene Granaten im Flug beschießen oder Kettenexplosionen auf Minenfeldern auslösen. Das Inszenieren solcher Feuerwerke macht einen Höllenspaß. Umso mehr, als das Geschehen fast konstant mit 30 Frames abläuft. Leider ist man als geübter Spieler jedoch schon nach rund 6 Stunden beim Abspann angelangt. Wer mag, darf das ganze Spektakel noch auf höheren Schwierigkeitsgraden durchspielen oder die Levels nach versteckten Waffen und Dokumenten durchsuchen. Diese Sammelaufgaben bieten aber nur wenig Unterhaltungswert. Auch einen Mehrspielermodus sucht man vergeblich. Wer sich also auf Criterions Zerstörungsorgie einlässt, sollte sich seine Spielsitzungen gut einteilen und jede Minute auskosten.